Mein Name ist Camilla Atmer-Steitz. Ich stehe hier auf dem Betrieb vom Feilbacher Hof GbA, geführt von meinem Mann Gerhard und meinem Sohn Jakob. Der Betrieb liegt im Pfalzkreis im Saarland. Ich bin ausgebildete Landwirtin, Landwirtschaftsmeisterin. Außer hier im Betrieb zu arbeiten, bin ich seit 30 Jahren in der Milchleistungsprüfung tätig. Also arbeite für den Landeskontrollverband LKV. Heute wollte ich euch zeigen, wie wir die Milchleistungsprüfung hier beim Roboter durchführen, wie das funktioniert. Kira kommt jetzt zum Melken. Alle Kühe gehen zum Melken, wann es ihnen behagt. Kira war heute Nacht um 2:30 im Roboter zum Melken. Dann hat sie 8,2 Liter gegeben. Die Zitzen werden erst sauber gemacht und ein kleiner Strahl rausgemolken. Und anschließend werden die Melkbecher draufgehängt. Die Kuh hat 4 Zitzen. Wichtig ist natürlich, dass die Zitzen nicht zu eng zusammenstehen. Dann hat die Laserkamera Schwierigkeiten, die Zitze zu finden. Das ist die Kamera. Es ist wichtig, dass die Schläuche gehalten werden, damit die Milch gleichmäßig nach vorne läuft. Hier sieht man die Menge Milch und auch den Milchfluss, wie schnell die Milch läuft. Hier oben ist die erwartete Milchmenge und hier unten sehe ich, wie viel sie tatsächlich gemolken hat. Sie ist aber noch nicht fertig. Auf jeder Zitze wird auch unterschiedlich viel Milch erwartet. Und das ist üblich, dass die Milchkühe mehr Milch im hinteren äußeren Teil haben. So, jetzt werden die Zitzen desinfiziert. Die Milch kommt zuerst in dem Auffangbehälter hier. Wenn die Kuh fertig ist, wird die Milch in den Tank gepumpt. Und in der Zeit läuft auch ein Teil von der Milch in dem Probenahmegerät. Die Milchprobe wird haltbar gemacht mit einem Konservierungsmittel. Jetzt schießt Milch rein. Es wird alles mit Luft getrieben, wegen dem hohen Ton auch. Und das ist dann anteilmäßig von der Milch, die jetzt in dem kleinen Tank hier ist. In den ganzen Behälter ist ja Milch reingekommen und jetzt wird sie auch mit Luft zurückgeschickt. Außer ganz unten ist ein kleiner Teil. Unterhalb von diesem Schlauch ist ein Rest Milch und diese Milch, die wird in die Probeflasche gepumpt. Jetzt wird die Flasche gefüllt und alles läuft mit Luft. Jetzt geht sie zum nächsten Probefläschchen. Kommt da hier ein Deckel drauf, dann wird es hier hingestellt und zugemacht und sogar ein kleines Schloss dran gemacht, damit die Fläschchen wirklich drin bleiben, weil sie dürfen ja nicht durcheinander kommen. Und das wird dann hier abgestellt zum Abholen. Dieser Milchkasten wird nach Föhren gebracht ins Labor. Auf dem Display gibt es verschiedene Knöpfe. Und unter anderem Probenehmer, da sehe ich, die nächste Probe ist die Nummer 9. Ich sehe aber nicht hier, welche Kuh das ist. Das sehe ich nur im Computer. Die erste Flasche gehört dann der Kuh 554. Und die zweite Flasche, die Milch von der Kuh 538 und so weiter. Der Computer ordnet das zu. Es gibt ein spezielles Programm für die Milchkontrolle. Im Computer, der an den Roboter angeschlossen ist, nachher kann ich auch Fett und Eiweiß und die Qualität von der Milch, also die Eutergesundheit, zeigt sich in Zellzahlen. Das kann ich dann importieren in das Programm, das ich für die Kühe für den normalen Gebrauch jeden Tag benutze. Da kann ich also sehen, in der letzten Milchkontrolle, da sahen die Werte so und so aus und sie hat dann auch eine gewisse Menge Milch gegeben.